Hallo, es gibt eine neue Lektion zu meinem Klassisch-Chinesisch-Kurs. Diesmal geht es um die Funktion des Zeichens Yi. Hier auch nochmal. Das Zeichen ist sehr wichtig, ist eines der 6 Basiszeichen, die ich euch beibringen möchte, die wichtig sind, um die Grundlagen der klassisch-chinesischen Grammatik zu verstehen. Es hat, wie gesagt, 2 Funktionen, darum gibt es 2 Beispielsätze. Einmal instrumental, das ist, wenn das I vor einem Substantiv steht und dann ist das ungefähr so wie der Ablativ im Lateinischen. Das heißt, es gibt also ein Instrument oder ein Mittel an, mit dem etwas gemacht wird. I kann man auch als Verb übersetzen, dann heißt es nehmen und das passt ja zum Instrumental ganz gut. Man macht etwas, irgendwas anderes, also etwas anderes nehmend. Dann halt mit oder durch etwas an, durch eine Sache macht man etwas anderes. Okay, zweite Funktion ist die finale Funktion. Die haben wir hier im zweiten Beispielsatz und die greift, wenn I vor einem Satz steht. Hier bestehend aus Prädikat und Objekt und das Subjekt oder das Satzthema ist ausgelassen, weil es sich aus dem Kontext erschließt, beziehungsweise weil es hier vorne steht. Gehe ich gleich drauf ein. Ich werde jetzt erstmal mit der ersten Funktion beginnen, mit dem Instrumentalen. Das Beispiel ist aus dem Sun Tzu Bing Fa, also der Kunst des Krieges von Sun Tzu. Und er zählt auf, dass es 5 Arten von Siegen gibt. Und davon habe ich jetzt mal nur eine Art von Sieg rausgewählt, weil da das I drin vorkommt und ja, die instrumentale Funktion des Zeichens da drin sehr klar wird. Also, Gu Zhi, darum soll man wissen oder muss man wissen oder ist es nötig zu wissen, weil es im klassischen Chinesisch ja kaum einen Modus gibt oder der halt selten mal ausgedrückt wird, muss man das hier rein interpretieren, dass es adortativ gemeint ist, also dass es ein Rat oder eine Empfehlung oder ja, eine Geziemlichkeit ist. Also daher muss man wissen oder sollte man wissen. Schon. Das Thema des Satzes, was das Siegen oder was den Sieg anbegeht, Yo Wu. So gibt es 5, Klammer auf, Arten und Weisen, Klammer zu. Dann zählt er, wie gesagt, 5 auf und eins davon ist I Yu Dai Bu Yu Zhe Sheng. Also, mit Vorbereitung, Vorsorge, warten oder erwarten, Bu Yu Zhe, das Zhe hatten wir ja schon, es markiert auch entweder das Satzthema oder es ist eine Zusammenziehung, in Anführungsstrichen, Zusammenziehung aus Zhe und X. Und das X nennen wir ja einfach mal Zhen, also Person. Bu Yu Zhe, also eine Person Unvorsorge, also eine Person, die nicht vorgesorgt hat. Schon, hier als Verb, siegen oder gewinnen. Also, mit Vorsorge zu erwarten, diejenigen, die nicht vorgesorgt haben, gewinnen. Das erstmal so als Holzübersetzung und jetzt nochmal in schönem Deutsch. Daher sollte man wissen oder muss man wissen, dass es 5 Arten von Siegen gibt. Mit Vorbereitung, diejenigen zu erwarten oder auf diejenigen zu warten, die nicht vorbereitet sind, siegen. Das ist eine der 5 Arten und Weisen, die hier vorne angedeutet werden. Und halt nehmend oder mit oder durch Vorbereitung und so weiter und so fort, die instrumentale Verwendung des Zeichens I. Okay, zweiter Beispielsatz ist dieser hier aus dem Zhang Guozi, also aus den Bambusstreifenaufzeichnungen der Zeit der Streitenden Reiche. Ubo, 5 Länder, hier verbünden sich, gehen ein Bündnis ein. I, in diesem Fall halt final, also um zu oder damit oder das, aber hier ist es am besten, es mit um zu übersetzen. Um zu, und jetzt was zu machen, fa, angreifen, ti. Und ti ist ein anderes Reich aus der Zeit der Streitenden Reiche. Also irgendwelche 5 Länder haben sich verbündet, um dieses Reich anzugreifen. Und
Ugor. Fünf Länder haben sich verbündet. Und diese fünf Länder sind das logische Subjekt auch in diesem Satz hier. Aber die müssen ja nicht wieder erwähnt werden, weil man ja weiß, wer hier angreift. Sie, nämlich die fünf Länder, die wir sowieso auch schon vorne im Hauptsatz hatten. Und deswegen, da steht dann hinter dem I ein Satz, beziehungsweise eine Konstruktion mit einem Prädikat, also eine satzähnliche oder satzwerte Konstruktion. Und wenn die hinter dem I steht, dann ist es final. Im Gegensatz zum ersten Beispielsatz, wo ein Substantiv hinter dem I steht und wo es dann instrumental ist, also ja, ein Mittel, ein Instrument, ein Werkzeug anzeigt. Das wäre die Grammatik zum Zeichen I.